Hallo und herzlich willkommen zu einer Servervorstellung, und zwar auf einem Server, den ich euch nur in Herzen legen kann, denn ich spiele hier selber sehr aktiv drauf. Es ist ein geiler Server, justminecraft.de. IP ist unten in der Videobeschreibung, es ist justminecraft.de, die Website ist justminecraft.de und der TS ist justminecraft.de. Kann man sich super leicht merken. Und jetzt kommt die Servervorstellung. So, und da sind wir auch schon am Hauptspawn von Just Minecraft. Und ja, hier werdet ihr spawnen, wenn ihr das allererste Mal auf den Server joint. Und es gibt auch hier so ein kleines cooles Gimmick. Hier gibt es so einen NPC, den kann man anklicken. Und dann ist hier in dem Fall alle möglichen Tutorials, die ihr braucht, wie man Hilfe vom Team bekommt und so weiter und so fort. Außerdem wird auch in der Zukunft viel mehr bei den Server kommen. Ich werde Events wieder mal aufnehmen und auch hochladen. Und ja, der Server hier hat sehr, sehr, sehr viel zu bieten. Es ist im Großen und Ganzen ein City-Build-Free-Build-Survival-Server. Es gibt eine Menge zu zeigen. Ihr seht ja wahrscheinlich auch schon in der Videolänge, dass dieses Video ein bisschen länger ist, aber das ist es wert. So. Hauptsächlich ist natürlich für jeden User am Anfang das City-Build. Das City-Build ist wie jedes City-Build, halt ein City-Build. Da gibt es halt Grundstücke, eingesetzte Grundstücke, und die könnt ihr dann käuflich erwerben. Geld genug habt ihr bereits am Anfang. Das ist dann auch natürlich in dem Fall recht produktiv. Und zack. Jetzt stehe ich hier an Warp City 1. Warp City 1 ist sozusagen der Hauptspawn des City Builds. Das ist so der Spawn, wo ihr eigentlich euch die meiste Zeit aufhaltet, wenn ihr am Spawn seid. Wenn ihr an einem Spawn seid. So, hier gibt es auch ein richtig gutes Feature, was ich bisher auch nur auf diesem Server gesehen habe. Weil ich war schon auf sehr vielen Servern und ich habe es bisher nur hier gesehen. Und zwar ein Vote Shop. Denn man kann täglich viermal voten auf vier verschiedenen Seiten. Und kriegt dann dafür jeweils einen Votepunkt. So, wenn man jetzt hier drauf geht, kann man sehen, gut, ich kann hier einmal meine Votepunkte anzeigen lassen, das sehe ich auch hier. Ich habe insgesamt 68. Jetzt kann man sich einen Deko-Kopf holen. Man kann sich einen Red Bull holen, das ist richtig geil. Dann hast du nämlich 5 Minuten lang Fly oder eben XP-Flaschen und so weiter und so weiter. Und das ist halt nur erstmal so der normale Vote-Shop. Dann gibt es noch einen Stummy-Vote-Shop, da geht dann alles über 100 weiter, gibt es auch sowas wie 25 Home-Punkte und so weiter und so fort. Das muss ich wirklich sagen, ist geil. Bautechnisch finde ich diesen Spawn recht episch. Es ist ein offener Spawn, aber trotzdem überdacht. Es ist irgendwie so eine Mischung aus dem, was ich mag. Einerseits mag ich auch offene Spawns, die nicht so beengt sind, aber ich mag auch Spawns, die so wie hier überdacht sind, dass man halt nicht so auf eine komplett freien Fläche spawnt, wo man dann halt die Portale sich aussuchen kann. Es ist dann halt wie hier am Hauptspawn, wo wir eben gerade waren, alles sehr aufgeschmückt, auch richtig schön gut gebaut. So, zum City. Es ist halt eine City, wie man es auf halt den City-Build-Server gewohnt ist. Hier kann ich zum Beispiel schnell rennen momentan, weil ich gerade sneake. Wenn man sneakt, flitzt man hier über die Straßen. So, dann geht man hier über eine Brücke. Und diesmal in Warp City 1. Es gibt doch bereits Warp City 2. Und es wird doch bereits an Warp City 3 gebaut. So, und da sind wir auch schon. Und zwar zu den zwei Abbauwelten. Ihr seht einmal rechts die Abbauwelt. Das ist auch bekannt unter Slash Warp Mats. Das ist die überirdische Abbauwelt. Und dann einmal Nilta. Auch bekannt unter Slash Warp Neta. Dort könnt ihr farmen gehen. Es ist eine Welt, die eingezäunt ist mit einer unsichtbaren Wand, die aber wirklich riesig ist. Also man muss wirklich schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen, ununterbrochen, vielleicht auch sogar noch länger, dass man auch wirklich am Ende der Welt ankommt. Der Spawn der Abbauwelt wird regelmäßig verschoben und die Abbauwelt wird auch regelmäßig resettet. Ihr müsst natürlich nicht immer zum Spawn zurückkommen, um dorthin zu gehen. Das ist wirklich jetzt nur dafür da, um das euch bildlich vorzustellen. Also ich persönlich gehe immer über die Befehle, über die Warp-Punkte dorthin. Und ja. So, und jetzt kommen wir zum Freebuild. Freebuild ist, lässt sich ganz leicht erklären. Ich glaube, jeder weiß, was Freebuild ist. Du kannst dort frei bauen. Ab den Rang Member. Member ist man ab 3 Stunden Spielzeit. Und man muss, hier steht es auch, erst ab Member möglich. Man muss von einem Admin oder einem Game Master freigeschalten werden. Zum Freebuild gibt es auch einen richtig coolen Spawn, finde ich.
Es passt irgendwie, es ist so eine Art mittelalterliche Burg, wo man dann halt so rausgeht und mitten in der Wildnis ist. Und ja, hier steht zum Beispiel nochmal alles erklärt, dass man halt eine Freischaltung nötig ist, ab dem Rang Member. Man kann vorher trotzdem schon ins Freebuild, kann aber nichts abbauen. Kann euch schon mal so gesagt sein. Das heißt, wenn ihr Member seid und Essen habt, könnt ihr euch auch schon mal ein Grundstück suchen. Ich würde euch anraten, das ein Starter-Grundstück zu nehmen aus dem City-Build, weil dort kann man immer so, auch mit Nachbarn so, dann gibt es auch nette Nachbarn, die auch mal Sachen schenken und so weiter und so fort. Zum Server-Team ist es zu sagen, ihr findet grundsätzlich immer einen, der euch hilft. Wenn gerade mal kein Supporter und kein Gamers oder ein Admin online ist, gibt es immer User, die freundlich sind und auch Grundstücke suchen für Neulinge. Es ist eine Community, die sehr hilfsbereit ist. Und ja. Und zwar kommt ihr jetzt zu einem Bereich, den ich sehr gut finde hier auf dem Server. Und zwar die Themenwelt. In der Themenwelt muss man themenbezogen zu einem bestimmten Themenbereich bauen. Es gibt zum Beispiel Slash Warp Villa. Da muss man halt wirklich bauen, wie halt villenmäßig, also modern. Dann gibt es noch Warp Wild West. Da muss man dementsprechend natürlich auch im Wild West-Stil bauen. Dort hinten seht ihr auch schon ein Haus von mir. Ja, ich bin nicht der beste Häuserbauer, aber ich bin noch nicht fertig damit. Ich habe auch schon so ein paar Ideen, wie ich das nochmal umbauen werde. So, und da sind wir auch schon in der Mittelalterwelt. Und wie der Name schon sagt, geht es natürlich um mittelalterliches Bauen. Und man kommt hier raus, ist in einem, ich finde, einem gut gebauten Haus. Und kommt auf so einen kleinen Marktplatz mit hier ein bisschen Weizen und ein bisschen Kürbisse. Ich muss sagen, es sieht wirklich mittelalterlich aus. Nach meiner Erfahrung ist Mittelalter und Warp Villa die beliebtesten Themenwelten. Und ich meine, es macht ja auch Spaß, hier zum Beispiel Fachwerkhäuser zu bauen oder moderne Häuser zu bauen. Ich meine, jeder, der irgendwas. Die einen können eher modern bauen. Die anderen können eher mittelalterlich bauen. Also eher so alt. So antik. Und ich muss sagen, dann ist für jeden was dabei, wie er bauen kann. Der eine, der baut wirklich liebend gern mittelalterliche Häuser, der würde wahrscheinlich hier in der Themenwelt ganz, ganz viele Häuser haben. Und die anderen bauen eher sehr modern und bauen gern Villen. Die anderen eher in Warp Villa mehr Häuser. So, und dann gibt es noch die Survival-Welt. Die Survival-Welt, muss ich sagen, ist richtig ein richtig geiles Konzept. Respekt an den sozusagen Entwickler davon, an den Erfinder, weil es ist im Grunde genommen ist es Freebuild, nur dass man nicht protecten kann und dass PvP erlaubt ist und keine Freischaltung notwendig und es ist ein anderes Inventar als auf dem Hauptserver dementsprechend. Und sorry, man ist halt abgestürzt in einem Flugzeug, man muss hier halt rauskraxeln und muss sich hier eine Base errichten und um hier zu überleben. PvP ist erlaubt, Griefing ist erlaubt und so weiter und so fort. Natürlich die Standardregeln, wie auf dem Hauptserver gibt es, also keinerlei Beleidigungen und so weiter und so fort. Muss ich sagen, ein geiles Konzept, allein dieses abgestürzte Flugzeug, wie die das hier rübergebracht haben, baumäßig. Respekt. Survival ist MMO drauf, das heißt, man levelt sich, indem man zum Beispiel Holz abbaut, Steine abbaut, Farmen geht, Tränke braut, Waffen machen, Waffen reparieren, überhaupt Sachen reparieren. Man kann wirklich alles leveln. Selbst fürs Runterfallen kriegt man Level und so weiter und so fort. Und ihr habt natürlich dadurch durch die Level auch in dem Fall durch die Level habt ihr dann in dem Fall auch Vorteile, dass ihr dann zum Beispiel, wenn ihr öfters runtergefallen seid, irgendwann euch abrollen könnt. Das heißt, dass ihr gar keinen Fallschaden mehr bekommt. Zum bestimmten Prozentteil. Wenn ihr ganz viel abgeerntet habt von euren Feldern, wird irgendwann eine Karotte viel mehr bringen, essensmäßig als vorher und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil hier auf dem Server, den ich muss ich sagen, cool, klasse. Es gibt nämlich täglich Events. Es gibt keine bestimmte Uhrzeit für Events täglich, aber es sind täglich Events. Auch gute Events. Auch mit einer schönen Abwechslung. Es gibt auch verschiedene Sachen. Ich werde euch auch gleich so zwei Events vorstellen, die so wie Tag und Nacht nicht sein könnten. Und weit auseinander könnten die einfach nicht liegen, weil es ist dann wirklich der krasseste Unterschied. Aber das werde ich euch gleich zeigen.
So, hier stehe ich jetzt am Event-Spawn und hier gibt es mehrere Sachen um sich zu entscheiden. Das ist sozusagen der dritte wichtige Spawn. Und zwar habt ihr einerseits die Events. Wenn ihr halt hier ein Event gerade läuft, ist hier ein Schild. Dann haben wir hier noch Minigames. Hier sind so kleinere Minigames, so Jump-Runs und Labyrinths und so weiter und so fort. Muss ich auch sagen, gut. Sind auch teilweise Events nur abgewandelt. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel Temple-Run. Das kann ich euch auch mal ganz schnell zeigen. Das ist ein sehr, finde ich, ist ein geiles Event. Hier ist es natürlich komplett umgebaut. Das heißt, man hat keinerlei Vorteile im Temple Run, was dann als Event kommt. Und naja, es ist im Grunde genommen Temple Run und im Event wird es dann sein, der erste gewinnt und wenn man runterfällt, ist man halt tot und so weiter. Muss ich sagen, geiles Event. So, dann gibt es auch noch auf dem Server ein richtig geiles Projekt. Ja, ich habe Projekt gesagt. Es gibt nämlich eine Projektwelt und in dieser Projektwelt kann jeder User, der sich vorher im Forum angemeldet hat und auch jeweilig eine Vorstellung seines Projekts geschrieben hat und auch das Projekt angenommen wurde. Denn hier gibt es eine Menge, Menge gute Projekte. Hier zum Beispiel haben sich User Pixel Arts hingestellt. Und muss ich auch sagen, sind auch teilweise richtig gute dabei. Und dann haben wir hier noch ein Gebäude, was geplant ist. Ich glaube, das soll so ein Möbelhaus sein, so mit diesem roten Stuhl davor. Sieht man gleich. Und hier gibt es noch so vieles. Es gibt hier solche Sachen wie das Brandenburger Tor steht hier irgendwo rum. Dann steht da irgendwo noch so ein richtiges gutes Flugzeug rum. Also eine Boeing 747. Dann hat da einer so eine Wüsten-Jump-Run-Map gebaut. Der nächste baut ein Schwimmbad. Der nächste baut das London Eye. Ich muss sagen, geile Projekte. Und ich finde auch gut, dass der Server diese Projekte auch oder die Interessen der User durch diese Projekte unterstützt. So, und jetzt kommen wir zum Event-Teil. Wenn ein Event geben sollte, wird das entweder hier stehen oder hier stehen. Ich werde euch jetzt zwei Events zeigen, wie ich eben gerade schon angesprochen habe, die nicht weiter auseinander liegen könnten als diese beiden. Und ja, bis gleich. So, und da wäre ich auch schon zum ersten Event, was ein richtig beliebtes Event ist. Es ist Skyballs. Während des Events sind dort oben Kugeln aufgebaut und es ist im Grunde genommen ist es Sky PvP, denn ihr spielt das im Team. Man startet aber in solchen Bällen. Es ist halt jetzt natürlich gerade nicht da, weil halt das Event gerade nicht läuft, aber ich habe die Möglichkeit vom Event Manager, Eventleiter bekommen, auch außerhalb dieses Events jetzt hier kurz reinzugucken. Das komplette Eventler-Team macht gute Events. Es ist jeden Abend oder beziehungsweise jeden Tag. Es kann auch mal um die Mittagszeit sein, es kann um die Nachmittagszeit sein, es kann abends sein. Es könnte auch theoretisch so ein spontanes Nachts-Event sein, so am Samstagabend. Wirklich geile Events, muss ich sagen. Da finde ich dann auch wiederum, dass jeden Abend so ein Event auf die Beine zu stellen, finde ich gut, dass man also die User so ein bisschen bei Laune hält. So, und jetzt sind wir auch schon zum zweiten Event. Das komplette Gegenteil zu dem eben gerade da gewesenen Event. Eben gerade war ja ein PvP-haltiges Event. Hier kommt jetzt ein Event für die Kreativen. Das ist nämlich Build. Build ist im Grunde genommen, sechs Leute kämpfen gegeneinander. Es wird ein Thema vorgegeben, wonach man bauen muss. Hat dann 20 Minuten Zeit, was zu bauen. Man hat Items dort in den Kisten liegen. Das heißt, man baut dann sozusagen im Survival. Nicht nur sozusagen, sondern man baut es im Survival und man hat 20 Minuten Zeit und das beste gelungene Objekt gewinnt. Es muss nicht unbedingt genau das sein, was es auch ist. Zum Beispiel, wenn es das Thema Schiff ist, muss es nicht unbedingt ein Schiff sein. Es kann auch etwas am Schiff sein, wie ein Anker oder ein Matrose oder ein Kapitän oder wie auch immer. So, und hier sind jetzt ein paar Bilder eingeblendet, beziehungsweise es sind drei Bilder eingeblendet, nämlich der erste, der zweite und der dritte Platz von dem Build-Event vom 24.01. zum Thema Camping. Und hier sind jetzt die drei besten von dem Event vom 25.01. und zwar zum Thema Holzfäller. Es gibt öfters so ein Bild-Event, das ist auch für die Kreativen, ist in dem Fall Events da, nicht nur für die, die gut PvP oder Jump Run können, sondern auch für die kreativen Leute. Auch ein geiles Event, muss ich wirklich zugeben. Danke, dass ich das auch jetzt auch außerhalb von Events kurz zeigen durfte. Und ja. So, das war's auch schon mit der Serververstellung. Ich muss sagen, wie gesagt, geiler Server. Kommt drauf, spielt mit. Es gibt wirklich für jeden was. Wer eher PvP mag, geht in Survival. Wer eher so bauen mag, geht in City Build oder Free Build.
Wer so auf Events und sowas steht, der geht halt in die Eventwelt oder macht gerne Minigames wie Jump'n'Runs, geht auch in die Eventwelt. Für jeden ist was dabei. Dieser Server hier ist, obwohl auch Wochenende so auch teilweise 50, 60 Leute drauf sind, sehr familiär. Also wer nach einem familiären Server gesucht hat, die Admins, die ganze Communities, es gibt auch sehr für die Leute, die einen Server suchen, wo auch reifere Leute dabei sind, wo auch, also unter anderem auch Erwachsene spielen, seid ihr hier richtig, weil hier gibt es auch erwachsene Leute, die da spielen, das komplette Admin-Team ist erwachsen, ja, der Server ist gut, kann ich nur weiterempfehlen, kommt drauf, spielt mit, joint und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese kleine Servertour gefallen. Wenn ja, lasst doch ruhig eine Bewertung da und joint auf den Server und freut euch auf zukünftige Projekte hier auf dem Server, die ich natürlich mit euch teilen werde, mit sei es Events oder sei es was anderes. Ja gut, bis zum nächsten Mal und haut rein und tschüss. Auf Wiedersehen.